Guten Abend. Gesundheit ist eigentlich Privatsache. Nur bei den Masern geht es dem Gesundheitsminister so sehr ums Gemeinwohl, dass er nun staatlich verordnen will, was bislang in den letzten Jahrzehnten jeder privat entscheiden konnte, das Impfen. Schauen wir uns die Fakten an. Die jüngsten Zahlen des Robert-Koch-Instituts zeigen für das Jahr 2017, dass bei der Einschulung gut 97% aller Mädchen und Jungen nur einmal gegen das Masernvirus geimpft wurden. Beide Impfungen für den kompletten Schutz hatten nur knapp 93%. Im letzten Jahr hatten wir offiziell 543 Masernerkrankungen in ganz Deutschland. Und in diesem Jahr werden es wahrscheinlich noch mehr. Viele Kitas haben deshalb schon im Winter die Regeln verschärft und nehmen nur noch komplett geimpfte Kinder auf. Brandenburg führt gerade eine Impfpflicht ein. Und genau die will der Bundesgesundheitsminister nun für ganz Deutschland. Michael Stempfle über Spahns Mittel der Wahl und die Nebenwirkungen und danach das Gespräch mit dem Minister. Hausärztin Sigrid Schwag aus Bernau will allen ihren Patienten Masern ersparen. Daher macht sie den Eltern frühzeitig klar, Impfen muss sein. Nicht nur den eigenen Kindern zuliebe, sondern auch, um die Ausbreitung von Masern, etwa in Kitas, zu vermeiden. Wenn diese Kinder oder diese Familien nicht geimpft werden, bekommen sie keine notwendigen Bescheinigungen für Gemeinschaftseinrichtungen. Dann müssen sie sich, wenn es darauf ankommt, eben einen anderen Arzt suchen. In Deutschland sind nur etwa 93% der Schulanfänger wirksam gegen Masern geimpft. Dabei verlangt die Weltgesundheitsorganisation eine Impfquote von mindestens 95%. Bundesgesundheitsminister Spahn will ab dem kommenden Jahr daher eine Impfpflicht einführen für Kinder in Kitas und Schulen. Wer sich nicht daran hält, muss mit Strafmaßnahmen rechnen. Ein Beispiel: Kinder, die da nicht geimpft sind, sollen aus Kitas ausgeschlossen werden. Protest von den Grünen. Sie sind zwar für eine Impfung, aber gegen Sanktionen. Ich befürchte, dass eine Impfpflicht dazu führt, wie es ja auch das Robert-Koch-Institut sagt, dass es eher kontraproduktiv wirkt. Gerade Eltern, die ohnehin vielleicht Probleme haben, ihre Kinder gut sozial zu integrieren, werden unter Umständen ihre Kinder nicht in den Kindergarten schicken. Das ist aber, was wir gerade wollen. Sanktionen plant Spahn auch bei schulpflichtigen Kindern, die nicht gegen Masern geimpft sind. Genauer gesagt ein Bußgeld in Höhe von 2.500 Euro. Skepsis bei der Ständigen Impfkommission. Mir wäre es lieber, wenn man durch positive Motivation erreichen könnte, dass diese Impfraten in den notwendigen Bereich kommen. Doch Motivation allein, sagt Hausärztin Schwag, reiche leider nicht aus. Und in Berlin begrüße ich den Bundesgesundheitsminister. Guten Abend, Herr Spahn. Schönen guten Abend, Frau Mioska. Hallo. Das ist ja mal ein Ding. Sie überholen die Grünen und machen die CDU zur Verbotspartei. Es geht hier um Schutz von Kindern vor Masern, einer höchst ansteckenden Krankheit, die oft auch einen sehr schwerwiegenden Verlauf nehmen kann. Und ja, wenn es darum geht, Kinder zu schützen, Menschen vor unnötigen Ansteckungen und Krankheiten zu schützen, dann braucht es manchmal auch Pflichten. Aber nicht nur der Impfexperte des Robert-Koch-Instituts sagt, Bevormundung provoziert nur Abwehr. Nun, wir müssen feststellen, in den letzten Jahren, wir haben alle paar Monate, immer wenn es vermehrt Masernausbrüche gibt, eine Debatte darüber, dass zu wenig Kinder, zu wenig auch Erwachsene leider geimpft sind in Deutschland gegen Masern, um diese Krankheit auszurotten. Es müsste sich eigentlich niemand infizieren. Und dann bleibt die Debatte immer ziemlich folgenlos. Wir haben die Aufklärung intensiviert und vieles, vieles andere mehr, stellen aber fest, wir erreichen die notwendigen Impfquoten nicht, um die Krankheit eben ein für alle Mal zu beenden. Und dann, finde ich, muss man in der Abwägung dann auch mal sagen, dann gehen wir einen Schritt weiter. Aber über was reden wir eigentlich? Über Jahre hinweg gesehen gibt es eigentlich keine generelle Zunahme der Masernfälle. Und vergangenes Jahr hatten wir ganze 543 Fälle. Warum diese große Keule für das kleine Risiko? Zuerst einmal, jede Infektion ist eine zu viel. Jeder Todesfall, der auch eben vorkommen kann, ist einer zu viel. Jeder schwere Verlauf bis hin zu Gehirnentzündung, Lähmung, Behinderung ist einer zu viel. Und deswegen ist das eine Frage von allgemeinem Gesundheitsschutz. Und Frau Mioska, wenn Sie eben nicht nur das Kind zu Hause haben oder alleine zu Hause sind, sondern es in die Kita geht, in die Schule geht, dann geht es auch um andere Kinder. Und ich möchte einfach, dass wir unsere Kinder bestmöglich vor Infektionen, vor unnötigen Krankheiten schützen. Auch das, finde ich, gehört in einem freien Land dazu, dass niemand mich unnötig gefährdet. Und eine Maserninfektion ist eine unnötige Gefährdung. Sie haben die Erwachsenen eben schon angesprochen, die sich auch nicht ausreichend impfen lassen. Jeder Dritte zwischen 18 und 44 hat die wichtige zweite Impfung nicht gemacht, ist also gefährdet und kann andere anstecken. Warum kümmern Sie sich nicht um die Gruppe?
Ich setze sehr darauf, dass die Debatte, wie wir sie jetzt auch führen, vielen nochmal vielleicht, die auch das einfach vernachlässigt haben, nicht in ihren Impfausweis geschaut haben, wann wäre denn mal eine Auffrischung nötig, ja nicht nur bei Masern oder vor allem eben auch bei Tetanus, Diphtherie, anderen Erkrankungen, Infektionen, dass jetzt auch viele Erwachsene sagen, Moment, ich schaue nochmal, wie ist eigentlich mein Impfstatus und ich lasse mich nochmal nachimpfen, dass also die gesellschaftliche Debatte auch Bewusstsein schärft und gleichzeitig regeln wir, dass etwa Erzieherinnen, Lehrerinnen und Lehrer oder auch Personal in Krankenhäusern, also auch da wieder in Gemeinschaftseinrichtungen, in öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen, auch dort Erwachsene geimpft werden müssen. Eine Masernimpfung für Kinder wird in der Regel zusammen mit Mumps und Röteln verabreicht. Ist das hier der geschickte Versuch, durch die Hintertür eine Dreifachpflicht durchzuführen? Die Pflicht ist einzig und allein für die Impfung gegen Masern. Ja, es gibt vor allem Dreifach-Impfstoffe in Deutschland und in Europa, die eben auch gegen Mumps und Röteln impfen. Und sehen Sie es doch mal andersrum. Das ist sozusagen mit einem Pieks dann gleich der Infektionsschutz, der Impfschutz gegen drei Krankheiten, die einen schweren Verlauf nehmen können. Wenn es nur einen Dreifach-Impfstoff gibt, dann steht dieses Argument einer notwendigen, einer verpflichtenden Impfung gegen Masern nicht entgegen. Das stimmt. Aber die Impfpflicht als solche konzentriert sich auf Masern. Und wenn Ihr Plan aufgeht, wann sind die Masern dann ausgerottet in Deutschland? Nun, das Ziel muss es sein, sie ja nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und auf der Welt auszurotten. Wir haben es geschafft, gemeinsam die Pocken auszurotten, dass an dieser Infektionskrankheit niemand mehr leiden muss oder gar versterben muss. Wir haben uns das Ziel gemeinsam übrigens auch in Europa und in der Weltgesundheitsorganisation gegeben. Und mein Ziel wäre jetzt, dass wir auch ja, mit einem Stück gutem Beispiel vorangehen mit anderen Ländern in Europa. Auch Frankreich hat eine Impfpflicht jüngst eingeführt, um zu zeigen, die Ausrottung der Masern scheitert auf der Welt nicht an Europa. Sagt der Bundesgesundheitsminister. Vielen Dank, Jens Spahn, für das Gespräch. Sehr gerne. Und das Gespräch habe ich am Abend vor der Sendung geführt. Die Europäische Union hat schon einige schlechte Erfahrungen gemacht mit viralen Stoffen. Vor 3 Jahren haben die Brexiteers ihre Landsleute mit dieser Parole geimpft. Jede Woche schicken wir 350 Millionen Pfund an die EU. Lasst uns das Geld lieber in unser Gesundheitssystem stecken, den NHS. Diese Zahl war schlicht falsch. Rechnet man nämlich den Britenrabatt gegen und die Subventionen aus Brüssel, dann ist es knapp halb so viel, nämlich 170 Millionen. Das ist nur ein Beispiel für Lügen im Kampf um Wählerstimmen, der immer absurdere Ausmaße annimmt. Im Internet, in sozialen Medien verbreiten sich Falschnachrichten schnell und unkontrolliert, auch jetzt vor der Europawahl. Justus Kliss und Christine Becker über Fake News und wie Facebook sie entlarven will. Facebooks Europazentrale in Dublin. Nach den Datenskandalen der letzten Zeit will sich der Konzern transparenter zeigen. Aus ganz Europa hat man deshalb ausgewählte Journalisten geladen. Wir sind als einziges deutsches Fernsehteam dabei. Facebook präsentiert sein Lagezentrum für die Europawahl. Hier sitzen Experten aus verschiedenen Bereichen. Diese deutsche Politikwissenschaftlerin beschäftigt sich normalerweise mit Hasskommentaren. Facebook will nicht, dass wir ihren Namen nennen, um sie zu schützen. Wenn wir zum Beispiel sehen, dass gewisse Inhalte in Deutschland vermehrt geteilt werden während der Wahl, kann ich den Kollegen helfen zu verstehen, welchen Kontext diese Inhalte haben. Einblicke in die Funktionsweise der Algorithmen gibt der Konzern nicht. Beim Thema Falschmeldungen verweist Facebook auf externe Faktenchecker, mit denen man europaweit zusammenarbeite, wie das Recherchezentrum Korrektiv in Essen. Hier kennt man typische Muster, zum Beispiel Politikern falsche Zitate unterzujubeln, etwa EU-Vizekommissionspräsidenten Franz Timmermans beim Thema Migration. Solche Funde werden mit einem Hinweis versehen. Hier zum Beispiel, das war ein falsches Zitat und das haben wir recherchiert und das wird dann hier unten verknüpft angezeigt. Die Verknüpfung sieht jeder, der den Post schon geteilt hat oder teilen will. Neue Regeln hat Facebook bei Wahlwerbung. Wer politische Anzeigen schaltet, kann das nur im eigenen Land und muss sich offiziell registrieren. Das soll ausländische Einflussnahme verhindern. In einer sogenannten Werbebibliothek macht Facebook Informationen über die Anzeigen öffentlich. Teil einer Selbstverpflichtung der großen Internetplattformen. Der Konzern zeigt sich auch offen für gesetzliche Regelungen, zumindest bei Wahlwerbung. Die Regeln für unsere demokratischen Prozesse sollten von demokratisch gewählten Politikern festgelegt werden und die Wahlbehörden sollten sie in den jeweiligen Ländern durchsetzen. Im Bericht aus Berlin sieht die Bundesjustizministerin und SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl aber vor allem die Konzerne in der Pflicht.
Die Verantwortung liegt bei den Plattformen. Die können sehen, wo läuft hier was schief, und die müssen dann auch agieren. Die Parteien erreichen jedenfalls viele potenzielle Wähler über Facebook, das damit Geld verdient. Unklar bleibt, ob und wie effektiv die Plattform fragwürdige Einflussnahme tatsächlich verhindert. Es ist still geworden um den Brexit. Jetzt wagt Großbritanniens Premierministerin May einen neuen Vorstoß und wendet sich erneut an die Opposition. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Jan Hofer. May hat Labour-Chef Corbyn in Zeitungsinterviews zur Zusammenarbeit aufgefordert. Danach bietet sie unter anderem eine Zollunion mit der EU an. In einer ersten Reaktion zeigte sich die Parteispitze von Labour irritiert angesichts der Medienoffensive. Übermorgen wollen die beiden Parteien über einen Kompromiss beim Brexit weiterverhandeln. Dieser scheint angesichts der vielen Strömungen in beiden Parteien weiter extrem schwierig. Bei einem Flugzeugunglück in Moskau sind laut Nachrichtenagentur Reuters 41 Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine der russischen Fluglinie Aeroflot hatte kurz nach dem Start Feuer gefangen und musste notlanden. Viele Insassen retteten sich über Notrutschen. An Bord waren 73 Passagiere und 5 Besatzungsmitglieder. Die Unglücksursache ist noch unklar. Die seit Jahren schwerste militärische Konfrontation zwischen Israel und radikalen Palästinensern hat sich weiter verschärft. Die Zahl der Opfer ist auf beiden Seiten angestiegen. Nach palästinensischen Angaben sollen mindestens 16 Menschen im Gazastreifen getötet worden sein. Israel beklagt 4 Tote. Die israelische Regierung wies die Armee am Abend an, die Angriffe fortzusetzen. Der Handelsstreit zwischen den USA und China geht in die nächste Runde. US-Präsident Trump kündigte via Twitter an, die Einfuhrzölle auf bestimmte chinesische Waren von aktuell 10% auf 25% zu erhöhen, und zwar ab kommendem Freitag. Zur Begründung hieß es, die Gespräche mit Peking kämen zu langsam voran. China versuche, nachzuverhandeln. Papst Franziskus hat sich bei seinem Besuch in Bulgarien für die Aufnahme von Flüchtlingen ausgesprochen. In Sofia sagte er, diese Menschen wollten vor Kriegen und Konflikten oder der Armut entkommen. Vor etwa 10.000 Menschen reagierte Franziskus damit auf die harte Haltung Bulgariens gegen Migranten. Weitere Station der dreitägigen Balkanreise des Papstes ist am Dienstag Nordmazedonien. In Deutschland gehen Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung oft noch getrennte Wege. Der öffentliche Nahverkehr ist immer noch nicht überall barrierefrei. Und in den Schulen gibt es meist viel zu wenige Pädagogen, die Trennendes zu überbrücken vermögen. Deshalb braucht es wohl diesen europäischen Protesttag zur Gleichstellung heute, der anmahnt, was noch fehlt bei der Inklusion, der aber auch zeigt, was schon vorsichtig gelingt. Zum Beispiel haben heute mehr Menschen mit Behinderung in einem bezahlten Job oder einen Studienplatz. Wenn also alles im Leben inklusiv werden soll, wie wäre es dann gleich mit inklusiv leben? In Bremen wollen das jetzt ein paar junge Leute ausprobieren. Frido Essen berichtet. Auf diesen Tag hat sich Nele Buchholz lange gefreut. Eine Fototour durch die schicke Bremer Überseestadt. Echt freundlich. Beim Knipsen sollen sich junge Menschen mit und ohne Behinderung heute näher kommen. Im Herbst soll nämlich die erste inklusive Wohngemeinschaft in Bremen bezogen werden. 8 Bewohner soll sie haben, 4 mit und 4 ohne Behinderung. Nele Buchholz ist eine von ihnen. Sie hat das Down-Syndrom und kann es kaum erwarten, endlich einzuziehen. Ohne meine Eltern. Während die Menschen mit Behinderung, die in die WG einziehen werden, feststehen, müssen die ohne Behinderung noch gefunden werden. Dafür wurden zum Spaziergang Studenten und andere junge Leute eingeladen. Jana Krause zieht gerade von zu Hause aus und versteht sich mit Nele Buchholz auf Anhieb. Sie kann sich ein Leben in der WG vorstellen und weiß, was sie erwartet. Meine Tante ist selber geistig behindert, deswegen habe ich da schon so ein bisschen Berührung mitbekommen. Und mich interessiert es halt einfach so, mit den Menschen zusammenzukommen und mit denen zusammenzuleben. Die wichtigste Station des Spaziergangs, das Gebäude, in das im Herbst die WG einziehen soll. Noch wird hier gebaut. Inklusives Zusammenleben junger Menschen ist heutzutage leider noch eine große Ausnahme. 5 Jahre hat der Verein gebraucht, um die WG ins Leben zu rufen. Und auch nur, weil in Bremen Behörden und Träger mitziehen. In anderen Städten Deutschlands ist es tatsächlich so, dass es aufgrund von Vorgaben aus der Sozialbehörde heraus schon gar nicht funktioniert. Die möchten das nicht.
Das sind die vier jungen Frauen, die hier einziehen werden. Wenn es nach Nele Buchholz geht, haben sie die erste Mitbewohnerin heute schon gefunden. Jana ist, erst gewachsen. Ich möchte gerne, dass Jana bei uns einzieht. Bis Juni sollen alle vier Mitbewohner gefunden werden, um im Herbst das Projekt Zusammenleben zu beginnen. Wir kommen zur Fußball-Bundesliga und zur Frage, wer nächstes Jahr wo mitspielen darf. Ocker Gundel fängt oben an. Ja, drei Sonntagsspiele, das war nochmal ein echter Großkampftag, bei dem auch heute die internationalen Plätze im Fokus standen. Wie aufregend und euphorisierend zum Beispiel die Europa League sein kann, das erlebt ja gerade Eintracht Frankfurt nach dem 1:1 gegen Chelsea im Halbfinal-Hinspiel, darf in Frankfurt weiter vom Finale geträumt werden. Einen Albtraum allerdings erlebte die Eintracht heute in Leverkusen, denn sie verlor spektakulär mit 1:6. Es läuft die 36. Minute in Leverkusen, als Martin Hinteregger dieses Frankfurter Eigentor unterläuft. So weit, so schlecht für Frankfurt. Das Absurde daran, es ist bereits das 6:1 für Leverkusen und das nach einer guten halben Stunde. War sicher ein rabenschwarzer Tag heute, aber die Schuld, ich nehme gerne die Schuld auf mich. Als Trainer hat man, oder steckt man auch in der Verantwortung, überhaupt kein Problem. Ich glaube, ich habe selten so eine erste Halbzeit erlebt. Es war schon sehr besonders und ja klar, du merkst dann natürlich, dass dann vieles läuft, vieles geht. Natürlich merkst du auch, dass Frankfurt dann definitiv kaputt ist. Im Kampf um den vierten Platz, der zur Champions League berechtigt, wird Frankfurt von Leverkusen komplett auseinandergenommen. Den Anfang macht Kai Havertz bereits in der zweiten Minute. Die Hessen, die in dieser Saison so begeisterten, in der Folge nur der Schatten ihrer selbst. Julian Brandt in der 13. Minute zum 2:0 für Leverkusen. Die Leverkusener von Beginn an im besseren Raumballkontext. Einzig dieses Eigentor von Jonathan Tah zum zwischenzeitlichen Frankfurter Anschlusstor lässt die Eintracht einmal jubeln. Was danach zu sehen ist, Leverkusener Fußball von einem anderen Stern. Das Tempo überfordert die Gäste gänzlich. Einer der schönsten Angriffe wird ausnahmsweise mal nicht mit einem Tor belohnt, weil Hasebe klärt. Frankfurts Japaner Makoto Hasebe ist in seiner Heimat übrigens tatsächlich Bestsellerautor. Der Titel seines Buches Die Ordnung der Seele. Aber die der Frankfurter ist zu diesem Zeitpunkt schon aus dem Gleichgewicht. Es folgt der spektakulärste Zerfall einer Mannschaft seit langem. Alario zum 3:1. Und nur ein paar Minuten später Arangis zum 4:1. Julian Brandt, der Vorlagengeber zu diesem Treffer, hat sich da schon längst in einen Rausch gespielt. Leverkusens Spiel selbst für die Kameras oft zu schnell. Die Frankfurter plötzlich aller eigenen Stärken wie dem guten Verteidigen beraubt. Die Vitalkraft der Leverkusener kennt danach keine Grenzen. Der überragende Volland, selbst von der Schwerkraft nicht zu stoppen, für Alario 5:1 nach 34 Minuten. Die Frankfurter, die in der Europa League so zu gefallen wissen, zerfallen nun gänzlich. Das besagte 6:1 für Leverkusen durch den Aussetzer von Frankfurts Hinteregger. 7 Tore, mehr fielen in einer Bundesliga-Halbzeit noch nie. Dann ist es etwas, was die Jungs einfach heute richtig, richtig schlecht gemacht haben. Was wir aufarbeiten müssen, was wir in den nächsten Spielen wieder besser machen müssen. Wir haben es, glaube ich, durch die ganze Saison gezeigt. Und heute haben wir alles das vermissen lassen, was uns eigentlich stark gemacht hat. Im zweiten Abschnitt verschont Leverkusen die Frankfurter. Es bleibt bei diesem kuriosen 6:1. Das Schöne daran, Frankfurts Fans feiern ihre Eintracht danach trotzdem als Dank für eine überragende Saison, abgesehen von der Ausnahme heute. Tja, das kann auch mal passieren. Und der Kampf um die lukrativen Plätze in der Champions League geht ja weiter. In der vergangenen Saison mischte da auch der FC Schalke 04 mit und qualifizierte sich als Vizemeister für die Königsklasse. Diese Saison kam der Absturz und so ging es für Schalke bis heute ums Überleben in der Bundesliga. Mit dem 0:0 gegen Augsburg ist Schalke nun gerettet und bleibt nach einer wechselhaften Saison erstklassig. Das Spannendste war lange Zeit das Wetter. Ein Mix aus Sonne, Regen und Hagel. Auf dem Platz ansonsten nicht viel los. Immerhin, nach dem Punktgewinn heute ist Schalke auch nächste Saison sicher in der Bundesliga mit dabei. Wir haben die Klassenerhalt geschafft, aber wir sind nicht zufrieden über die Saison. Vor dem Anpfiff ehren die Fans den früheren Manager Rudi Assauer, der vergangene Woche 75 Jahre alt geworden wäre. Beeindruckend ist das Spiel dagegen nicht.
Der erste Abschluss aufs Tor nach knapp einer halben Stunde. Staphylidis gegen Nübel. Man muss schon ganz genau suchen, um Chancen zu finden. Embolo setzt Augsburgs Keeper Kobel erfolgreich unter Druck und Suat Serdar in Szene. Die mitreißendste Möglichkeit einer nun ja langweiligen ersten Hälfte. Nach der Pause legt Schalke die Mittagsmüdigkeit aber etwas ab. Serdar gegen Kobel und den Pfosten. 52 Minuten gespielt. Augsburg wird nur einmal richtig gefährlich. Gregoritz' Schuss noch abgefälscht, umso toller die Reaktion von Nübel. Die beste Siegchance haben die Knappen durch den eingewechselten Matondo, der überragende Kobel im Weg. Schalke ohne spielerischen Glanz, dafür aber mit ganz vielen offenen Baustellen im Verein. Ich denke, dass da noch unheimlich viel zu tun ist auf Schalke, sicherlich nach so einer Saison. Heute tagt da auch der Aufsichtsrat. Wohl sehr bald wird es Klarheit geben, wer Schalke ab der kommenden Saison trainieren und wie die sportliche Führung aussehen wird. Und dann gab es ja noch ein drittes Sonntagsspiel, das sportlich eher bedeutungslos war, weil Freiburg und Fortuna Düsseldorf den Klassenerhalt schon sicher hatten. 1:1 endete die Partie. Grifo hatte Freiburg früh in Führung gebracht. Den Ausgleich für die Fortuna machte Kovnacki in der 31. Minute. Und diesen Punkt haben sich die Breisgauer hart erkämpft, denn sie spielten fast eine Halbzeit lang in Unterzahl. Und dann schauen wir auf die Tabelle. Spitzenreiter Bayern mit 4 Punkten vor Dortmund. Leipzig auf Platz 3. Frankfurt aktuell auf einem Champions-League-Platz. Leverkusen und Gladbach auf den Europa-League-Plätzen. Die zweite Hälfte beginnt mit Düsseldorf, dann Hertha, Mainz, Freiburg, Augsburg und Schalke. Stuttgart auf dem Relegationsplatz und auf den Abstiegsplätzen Nürnberg und Hannover. So, zum Schluss das Wetter. Wir hatten Regen, Graupel, Schnee reichlich in dieser Woche. Carsten Schwanke, auf Twitter erreicht uns die Frage, ob jetzt unsere Böden wieder gut durchfeuchtet sind. Ach, das wäre so schön, aber die Niederschläge der letzten Tage haben gerade mal die obersten Zentimeter angefeuchtet. Wenn wir uns den Boden anschauen, in bis zu 1,80 Meter Tiefe, dann sehen wir rot und dunkelrot eingefärbt noch immer die enorme Trockenheit, noch immer die Auswirkungen der langen Dürre des letzten Jahres. Die gute Nachricht in dieser Woche, in der kommenden Woche, wird es weitere Regenfälle geben. Also die Natur arbeitet daran, dass sich das hier langsam verbessert, aber es braucht wirklich Zeit. Zum Wetter morgen Vormittag, nach einer zum Teil frostigen Nacht, geht es morgen vor allem in der Mitte mit viel Sonnenschein los. Noch immer leichte Schneefälle am Alpenrand und gleichzeitig gibt es schon wieder erste neue Regenschauer im Norden Deutschlands. Die ziehen ein bisschen weiter landeinwärts und formieren hier im Laufe des Tages eine Schauerlinie von Nordrhein-Westfalen bis zur Mecklenburgischen Seenplatte. Entlang dieser Regenwolken steigen die Temperaturen am Nachmittag nur auf 7 bis 9 Grad. Sonst gibt es 10 bis 14 Grad. Ein paar wenige Schauer sind auch am Dienstag dabei. Am Mittwoch kommt dann flächendeckend richtiger Landregen aus Westen und das bei Temperaturen zwischen 13 und 18 Grad. Vielen Dank, Carsten. Und im Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente geht es jetzt im Anschluss auch noch mal um die Macht der Algorithmen, die gerade die Wahlkämpfer der EU beschäftigen. Die Kolleginnen und Kollegen der Tagesschau begleiten Sie natürlich durch die Nacht. Und wir sind morgen Abend wieder für Sie da um 21:15 Uhr. Guten Start in die Woche.